Und damit herzlich willkommen an alle Chicos und Chicas da draußen. Der Skyline ist erschaffen, also eine kleine Runde. Let's play Guild Wars 2. Diesmal alleine. Cassandra hat eine Weile Besuch. Und Pipapo. Und ich kann also erstmal weiter nicht mit aufnehmen, deswegen werde ich erstmal alleine aufnehmen. Und habe mich dazu entschieden, 30 Minuten Part zu machen immer. Damit ihr Bescheid wisst und ich Bescheid weiß, wir machen immer 30 Minuten Parts. Zum einen, weil ich dann dadurch ein bisschen mehr hochladen kann und zum anderen, weil ich dadurch ein bisschen mehr spielen kann. Was ich unbedingt will. Und ja, wir haben natürlich unser Elijah, jetzt ist er Stufe 10, Weitläufer in Schar. Ebene von Ashford, Millisund.de. Und wir spielen direkt mit ihr, würde ich sagen. Weil wir nämlich jetzt auch mit unserer Legionärin sprechen dürfen. Oder mit dem Legionär, eins von beiden. Ja, ich gehe halt nicht davon aus, dass es immer ein R sein muss. Ich meine, da sind ja viele weibliche Schars, sagt man zu den Weibchen oder Männchen, also zu den Weibchen oder Weiber oder Frauen oder ich weiß jetzt nicht, wie man die hier so nennt. Und wir müssen. Oh, was haben wir denn hier? Zum Öffnen Doppelklick, erhält Handwerksmaterialien. Okay. Sehr schön, haben wir bekommen. Wir tragen als in einer Tasche einen schafffreien Platz. Ich, Inventar. Habe ich wirklich nichts mehr. Aha. Schwer. Lässt sich schön verkaufen. Stimmt mit der Kralle. Ja. Weg damit. Ach du dicker Hering. Hätte ich vielleicht noch nicht machen sollen. Können wir aber alles gebrauchen anscheinend. Ich bin überladen. Rüstungsschmieden. Davon habe ich 8 Stück. Zwölf Stück habe ich. Ach du Scheiße. Ja. Okay, das haben wir auch. Zum Doppelklick die Farbe für alle Charaktere freischalten. Zack. Chefin, Köchin, Konstrukteurin. Können wir auch wegschmeißen. Waldfrau. Was ist denn eine Waldfrau? Waldjägerin oder sowas, vermute ich mal. So. Alles andere scheint hier auch ein bisschen wichtiger zu sein, ne? So ein Schwert. Ah, schmeißen wir es. Skin freischaltet, Eisenschwert. Weil ich ein Eisenschwert weggeworfen habe oder was? Ausrüstung. Kicken wir mal. Kann ich hier irgendwie was tragen? Wo kann ich das denn reinmachen? Kopfrüstung. Verteidigung 8. Kann ich nicht. Hier scheint mit einem freien Aufwärmungsplatz aufzurüsten. Zustandsschaden plus 3. Haben wir denn hier einen freien Aufwärmungsplatz? Ja, den haben wir doch. 3 Heilung. Ja, ist immer so doof. Ich will die halt nicht sofort verschwenden. Vielleicht finde ich hier noch was Besseres, aber ich glaube, die finde ich ja immer mal wieder hier, glaube ich.
Bernsteinkiese auf mächtiger Langbogen anwenden, wählt einen Platz aus. Aufwerten. So. Auch gemacht. Wir könnten mal vielleicht ein paar Sachen verkaufen gehen. Jetzt muss ich mich mal kurz wieder ein bisschen einfinden. Wir hätten doch hier hinten irgendwo eine Verkäuferin oder sowas. Was wollt ihr? Ach Mann. Flammenlegion? Oh nein! Nein, nein! Und nochmals nein! Kommt mir nicht mit dem Unfug! Verteidigt den Verbannungscontainer! Okay, mache ich. Gegen was? Sind wir heute ganz alleine? Nein, da hinten ist noch einer. Hallo, Grummelzahn! Juhu! Ingenieur. Da hinten stehen sie schon alle. Was ist denn hier, Thomas, Alter? Was soll ich denn damit machen? Keine Ahnung. Auf jeden Fall sind noch ein paar andere Chars unterwegs. Sehr schön. Aber jetzt machen wir mal hier ein bisschen mit hier. Feuern. Verlassen. Was auch immer das jetzt war. Danke. Wir sind noch da. Nicht mehr viele. So. Was ist denn ein kleiner Gnom? Zack. Das auch gerne ballern. Der ballert einfach so selten. So. Na los, fangen wir uns zu ballern. Bam, 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 bam. Zack, das hab ich alles hab ich gemacht hier. Da hat schön Punkte gegeben, ey. Durchsuchen. 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 Turm eingesetzt. Auch hier nehme ich mir alles mit, ey. Bam. Keinen Fall, Alter. So sieht das aus, wenn der Spektraldruck dem Feind eine Lektion erteilt. Schönes Ding. So, und ich muss jetzt endlich mal was verkaufen. So. Ich habe so viel Krempel dabei. Verkaufen. Schwer verkaufen. Verkaufen. Mächtiges Eisenschwert. Können wir erstmal behalten. Oh, vitale Rieseneisenachse, was ist das, ey? Mächtige Pistole. Brauche ich nicht. Was haben wir noch? Mächtige Robe. Können wir auch wegmachen. So. Ich sag doch gar nichts.
So, ich würde sagen, alles andere müssen wir behalten, weitgehend. Das sind sehr gute Sachen hier dabei. Ich brauche keine drei Handwaffen irgendwie. Der hat 183. Der geht bis zu 179. Das Ding, was ich normalerweise verwenden wollte, sehe ich nicht. Pfeilspitz, das ist gar nicht für unter Wasser. Pfeilspitzen sind das. Achso, nee, das behalten wir. So, das habe ich gemacht. Blutlegion, was? Wie sind jetzt Blutlegion? 4 Zusatzschaden. Okay. Amulett, Rücken, Ring. Atemgeräte, Unterwasserwaffe. Warte mal, Unterwasserwaffe. Ah, okay, so rüstet man die aus. Natürlich hier 187. 83 plus 7 Vitalität plus 12 Präzision. Ganz ehrlich, von den ganzen Schwertern würde ich hier dieses präzise Eisenschwert lieber nehmen. Und eine voll große Dampfklinge. Da, die Meerschaden. Sieht aber cool aus. Aber ich weiß es noch nicht. Das werden wir dementsprechend entscheiden später. Jetzt möchte ich doch gerne zur dementsprechenden Dame mal gehen. Und am besten machen wir das per Reisen, damit das ein bisschen schneller geht. Dann können wir auch jetzt innen drin mal ein bisschen was begutachten, was wir schon seit 3-4 Folgen machen wollten. Ach nee, wir wollten ins andere. Wollten wir mal rein. Aber gut, ich muss jetzt hier hin, ne? Wir erinnern uns, das hier war das Tutorial. Lecker. Was ist hier los? Was ist hier los? Was ist hier los? Party Vibe in the house. Ihr habt eine Frage? Seid ihr hier, um euch ein paar Namen einzufangen? Gibt keinen besseren Ort dafür. Werden wir sehen. Ich habe den Zentur noch nie so wütend gesehen. Labern die alle das gleiche? Ein paar Narben und sowas. Okay. Gut, dann ist anscheinend gerade viel Feuer Eierkuchen. Dann werden wir uns jetzt mal ein bisschen direkter auf den Weg machen. Hey, wir kommen hier erst mit der nächsten Lieferung wieder rein. Was laberst du? Keiner mit dir geredet. Ah, ich brenne. Boss, ich arbeite so schnell ich kann. Siehst du überhaupt aus? Ich bin alt und zahnlos, wenn dieser Schweinebraten endlich gut ist. Kriege ich halt mehr. Wir sollten dafür mehr verlangen. Vielleicht. Er produziert einfach in größeren Massen, so wie wir. Irgendwas stimmt hier nicht. Der Handwerker hat eine Nachricht für euch hinterlassen, Boss. Ich bin verwirrt. Muss ich vielleicht hoch? Eins der Dinge ist beim Transport beschädigt. Ich habe neunmal nachgezählt und es fehlt immer noch was. Hallo.
Du gehörst aber nicht hier hin, ne? Gehen einfach mal hier hoch. Runter geht's anscheinend auch. Dieser Ort passt nicht zu meiner Vorstellung der Wirklichkeit. Ich habe schon Geschichten gehört über Städte ganz aus Metall. Aber vorstellen konnte ich mir das nicht. Hätte nie gedacht, dass etwas wie dieses hier existiert. Es ist umwerfend. Gefällt es euch? Knifflige Frage. Ich fühle mich unbehaglich, aber ich bin beeindruckt. Ich verspüre Respekt für Leute, die in einem so schroffen Ort zu Hause sind. Es zeigt ihre Stärke. Wirklich beeindruckend. Na, Kleiner? Psst! Seht ihr diese Pflanzenkreatur da drüben? Ich habe meinen Lebtag noch keinen leibhaftigen Silvari getroffen. Und das da ist das seltsamste Ding, das ich je gesehen habe. Eine wandelnde Pflanze. Kaum wahrscheinlich, dass sie besonders gut kämpft. Die sind durchaus nicht seltsam, Kleine. Und ab und ab! Ich frage mich, wie Silvari schmecken. Wohl wie eine komische Mischung aus Pflanzen und Fleisch. Schweinegras? Uah. Grässliche Vorstellung. Kann man sich fragen, ja. Interessante Frage. So. Hier oben kamen ein paar Blutlegion-Leute rum, aber wirklich jetzt dahin, wo ich hin wollte, bin ich jetzt wahrscheinlich nicht gekommen. Was haben wir hier? Ein dickes Buch. Können wir uns nicht angucken. Namen einzufangen, bla bla bla. Okay, wir müssen anscheinend ganz runter. Es ist eigentlich im Endeffekt nur ein Ort, um den ersten Silvari zu treffen, was ist. Körper kalt, die Eisenlegion-Soldaten. Ich frage mich, ob es auch kämpferischere Leute gibt. Hä? Wo muss ich denn jetzt lang? Machen Sie sich an. Warte mal, wo ist das Skit verschwunden? Was machst du denn da, Bürchen? Komm sofort wieder da raus. Wir. Was ist das denn für ein Scheiß? So! Ich habe keine Ahnung, Leute. What the fuck? Ich sehe halt kaum was auf diesem Bildschirm, dadurch, dass alles so schwarz ist, weil der Bildschirm nicht dazu ausgelegt ist, gute Schwarzkontraste zu bieten. Viehzüchter. Ich hätte gern einen zahmen Verschlinger. Eines Tages werde ich eine ganze Legion an. Auf jeden Fall. Und vor allem wirst du hässlich aussehen. Das ist Nebensache. Okay, Leute. Was haben wir denn hier drüben? Wo waren die denn hin? Folgen wir jetzt einfach mal. Okay, die wird es schon alleine hinkriegen. Wir werden jetzt einfach mal hier hochgehen.
weil da, von da aus kommt man nicht dahin, wo ich eigentlich hin will. Morgen! Ratte! Ich muss auf die Kinder aufpassen. Morgen! Jetzt hoch hier. Geht doch. Bams. Ah! Jetzt haben wir es herausgefunden. Und swing! Die schwarze Zitadelle. Die Citadel. Wie es bei Mass Effect heißt. Boah, was ist denn hier los? Level 80! Das ist mir, hier ist ja einiges los, was ist denn hier los? Hey Zwerge, hey Zwerge, hey Zwerge, ho! Hey Zwerge, hey Zwerge, go, go, go! Hey Zwerge, hey Zwerge, hey Zwerge, ho! Okay. Bürger, Bürger, Bürger. Bürgerin. Katze. Ich kenne euch, ihr seid Elijah, der Geistertod. Ich bin Ulma Rissleder, Lederin des Imperators. Meine Lederwaren sind so schön, dass sie einen Tribun zum Weinen bringen. Ihr kennt den Imperator Smodor, den Unverzagten? Smodor der Unverzagte, Fume Hellauge, Bur Metzklinge, Mir Zündeschuss. Sie alle haben bei mir gekauft. Gäbe es einen Kanur, ich würde auch für ihn das Leder gerben. Ja, keine Ahnung. Das ist überhaupt, ne? Ich bin stolz, zur Eisenlegion unter dem Kommando des Imperators zu gehören. Ohne Smadur, den Unverzagten, wäre die Zitadelle nur irgendein Metallhaufen. Was ist mit den anderen? Über Tribun Mir Zünderschuss. Es heißt, sie sei eine Visionärin. Wie ich höre, drängt sie zur Unterzeichnung des Friedensvertrages mit den Menschen. Zudem war sie offenbar maßgeblich am ursprünglichen Waffenstillstand beteiligt. Fume Hellauge. Sie ist neu in den Rängen, doch eine verschlagenen... Einige dieser Händler dürfen für die Adamantgardisten zu viel Frieden sein. Schnauze! Durchtreibender. Sie ist neu in den Ring, doch einen verschlagenen Soldaten findet man nirgends. Ihren Mentor Hortor Hellblut bereiteten die Menschen in Ebon Falken einen Märtyrertod. Manche sagen, sie schickt sich an, der nächste Imperator zu werden. Mhm. Aus der Nähe auch noch so beeindruckend. Anführer der Adamant-Garde. Er hat seine Truppen nach seinem Vorfahren Droop Metzklinge benannt. Nun hat er viel zu beweisen. Wenn man ihn reizt, benutzt er einen als Schwertscheide. Nice. Lass ihn fort. Oh, was ist denn hier los? Ach, Reparaturen. Die Legion ruft. Ach, schön. Noch hier. Gucken wir mal ein bisschen um. Jule Stahlkiefer. Ich will gleich sagen, wie ich sehe, betrachtet ihr meinen Panzer. Ist er nicht wundervoll? Ich habe ihn Klaue genannt, nach dem alten Werferschlinger meines Großvaters. Ihr habt eurem Panzer einen Namen gegeben? Sie ist so viel mehr als nur Ketten und ein Turm. Sie ist die Waffe meiner Träume. Sie könnte ohne einen einzigen Wimpernschlag einen kompletten Grau-Feldlager ausradieren. Das treibt einem die Tränen in die Augen. Genau, würde mein Garherren
Gaheran, Belfeuer vor Klauen laufen. Die Flammenlegion wäre nur noch ein Randnotiz in den Abteiarchiven. Ihr beide werdet zusammen bestimmt sehr glücklich werden. Lebt wohl. Oh. Wie süß. Süßes Lachen. Was haben wir hier? Braucht ihr was? Nein, danke. Zeit zu gehen. Ist aus. Ah, da seid ihr. Ich bin fester Sündherz. Was kann ich für euch tun? Ihr seid Mechaniker? Ja, das bekomme ich dauernd zu hören. Aber Vestai, ihr seid doch viel zu hübsch für eine Mechanikerin. Normalerweise gibt's von mir dann gleich was aufs Maul. Schön für euch. Ihr gehört also zur Eisenlegion? Man könnte sogar sagen, ich habe Eisen im Blut. Wenn ein Niethammer einen Eisball... Man könnte sogar sagen, ich habe Eisen im Blut. Wenn ein Niethammer einen Eisenbolzen in eine 10 cm dicke Panzerplatte jagt, das ist Musik in meinen Ohren. Nun ja, ich bin eben eine Romantikerin. Danke für eure Zeit. Bis bald. Ich möchte mit dir nichts anfangen. Jetzt auch nichts gegen homoerotischen Fantasien hier, aber der eine ist in seine Panzerung verknallt, hört Musik, wenn sie Metall verprügelt. Und sie findet das total romantisch. Warten Sie dann bitte schon Ihr erstes Date. Eine Panzerfabrik oder was? Das ist mir. So. Fortsetzen, Ruf des Tribun. Ja, wir bleiben noch mal kurzzeitig hier. Dann haben wir gleich 30 Minuten rum und dann sehen wir in der nächsten Folge halt dann die neue Welt. Hier noch so, hier ist nichts großartig. Ich würde auch gerne einen in diesem Gebäude halt gerne haben, dass man vielleicht auch sich ins Gebäude direkt. Oh, da hinten haben wir noch Dingens. Und 23 EP, Bürgerin. Bürger Lars Dieterichen. Aber da hinten haben wir Waffen und Rüstung gesehen. Da will ich mal kurz vorbeischauen. Und dann haben wir, wie man hier oben sehen kann, unsere 30 Minuten gleich voll. Mal. So, was kann ich? Muss mittlere Rüstung halt suchen. Das ist eine schwere. Ist schlechter. Ist besser. Naja. Das ist auch eine mittlere, ne? 15. Mächtige Ruhleja-Maske. Ich würde mir echt gerne mal nur... Ich kaufe mir jetzt eine davon. Okay, damit wir wenigstens schon mal irgendwie auch was fürs Maul haben. Lol, ich habe eine, die ist besser als diese hier, wo Stufe 15 gebraucht wird. Hast du keine Schultern? Haben wir noch irgendwas, was gewaltig besser ist? Ja, vielleicht die Hose hier gibt plus 4 Kraft und 5 Verteidigungspunkte mehr. Können wir uns auch mal besorgen. Haha! Ich schneide mal die Hose aus.
Hier gehen wir mal. Okay, hier ist ja 15. Wie stumpf bin ich denn überhaupt? Weiß ich nicht. Das heißt, beschlagene Hose kann man verkaufen. Beschlagene Hose. Tschüss. Okay. Ja, Leute, dann bedanke ich mich erstmal für die erste Folge zu sehen. Und ihr könnt wie immer alles in die Kommentare schroten. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Aufnahmesession dann. Tschüss.